Als nächster Tagesordnungspunkt und als letzter ist jetzt eine Aktuelle Stunde hier, beantragt von Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Gemeinsame Agrarpolitik, insbesondere zum Insektenschutz. Und das ist ein wichtiges Thema, was hier auch über alle Fraktionen diskutiert wird. Es gibt eine Studie und mehrere Studien, die von einem gravierenden Insektensterben sprechen. In Deutschland bewerten die Experten mittlerweile 8000 Insektenarten als bedroht. Und das ist auch Thema, worum es jetzt hier in der Aktuellen Stunde gehen wird. Die erste Rednerin hier bei der Aktuellen Stunde ist Renate Künast von den Grünen. Sie ist Sprecherin für Ernährungspolitik und Sprecherin für Tierschutzpolitik. Schön, dass Sie da sind. Ja, ist ja nicht überall so in der Aktuellen Stunde, dass Minister kommen. Zu dem Vorschlag der Kommission. Ich will es gleich ganz direkt sagen, und ich ahne schon, dass wir etwas unterschiedlicher Meinung sind. Wir finden diesen Vorschlag der CAP-Reform, der Agrarreform der Europäischen Kommission enttäuschend. Enttäuschend, weil das, was sich bisher und in den letzten Jahren überhaupt bewegt hat, meine Damen und Herren, irgendwie wie weggeblasen scheint. Ja? Man muss im wahrsten Sinne des Wortes sagen, nicht nur wie weggeblasen, sondern es ist eigentlich Rückschritt auf der ganzen Linie. Der Vorschlag missachtet eigentlich alles, wofür wir uns bei Klimaschutz, bei Tierschutz, bei Artenvielfalt verpflichtet haben. Er folgt nur kurzfristigen Interessen. Man könnte meinen, das sei im Labor entwickelt worden. Da wir uns um Landwirtschaft gerade damit beschäftigen, würde ich sagen, im Silo entwickelt, ohne Beachtung dessen, was eigentlich draußen drumherum passiert. Dabei wissen wir doch, wenn wir mal die Ernährungssituation weltweit sehen und es runterbrechen, 815 Millionen Menschen hungern auf der einen Seite, auf der anderen Seite leben wir im Überfluss und müssen uns sogar mit der Frage Food Waste, also dass Lebensmittel weggeworfen werden, beschäftigen und Gegenstrategien haben. 14-18% Treibhausgasemissionen aus dem Bereich Landwirtschaft, Ernährung. Und wenn wir es genau betrachten, die ganze Kette, meine Damen und Herren, also den Transport, die Entwaldung, Produktionsverfahren, Food Waste und so, kommen wir auf 40-50% Treibhausgasemissionen allein aus diesem Bereich, meine Damen und Herren. Und was bietet uns dann die Kommission? Etwas, was im Silo. Ach, die Bretter fallen öfter runter. Bieten Sie uns etwas an, was quasi im Silo entwickelt ist, meine Damen und Herren, was das Klein-Klein wahrscheinlich der Vorschläge der Agrarminister, die in Brüssel vorgebracht haben. Und dann zählt am Ende nur die Produktion, immer mehr zu produzieren. Aber wir haben auch Nachhaltigkeitsziele auf UN-Ebene unterschrieben. Wo ist denn das Klimaziel? Das war Thema Wasser, Biodiversität, Ökosysteme oder menschliche Gesundheit. Alles hier schon diskutiert worden. 40% des EU-Agrars, des EU-Haushaltes wird für den Agrarbereich ausgegeben. Und was gestalten wir damit? Es passt überhaupt nicht zu den politischen Zielen, die wir uns gesetzt haben. Es macht sich auch nicht die Mühe, sich mal auseinanderzusetzen, wie denn die Zukunft in einzelnen Segmenten dieses Landes ist. Also 120% Schweinefleisch produzieren wir. Ich weiß nicht, wer das alles essen soll. Ich weiß auch gar nicht, wo eigentlich die Zukunft von Kloppenburg-Fest da liegt, meine Damen und Herren. Und wenn Sie die Bauern noch weiter auf einen Exportkurs treiben, dann müssen Sie sie eigentlich auch bei der Hand nehmen und ihnen helfen, wenn dieser Weltmarkt dann zusammenbricht. Dann dürfen Sie sie nicht alleine lassen. Also lassen Sie es gleich mit dem Exportkurs. Oder gucken Sie sich an, beim Thema Fleisch, da wird quasi ja ein neuer Kreislauf auf der Welt entwickelt, ja, ein neuer Naturkreislauf, in dem erstmal Wälder gerodet werden, da werden erst da Tiere gehalten. Danach wird dort Futtersoja angebaut. Dieses Futtersoja wird nach Europa produziert, kommt vorne ins Tier rein, hinten kommt Gülle raus. Dann suchen wir den Ort, wo wir diese Gülle loswerden, haben einen Gülletourismus und die Wasserwerke müssen noch Wasser nachpumpen und den Aufwand bezahlen die Kunden, meine Damen und Herren. Das ist eine Art von neuem Naturkreislauf, den wir hier schaffen, mit 40% des europäischen Haushaltes. Das ist Wahnsinn und es geht in die falsche Richtung. Und wenn ich mir jetzt angucke, ja, diese Silo-Blickwinkel, gucken Sie mal, die Finanzierungsquellen für Agrarumweltmaßnahmen,
Auch die in benachteiligten Gebieten sollen ja im Wesentlichen trockengelegt werden, kann man sagen. Die Direktzahlung nur ein kleines bisschen, meine Damen und Herren. Eine Nationalisierung, Renationalisierung von Umweltleistungen. Und wir alle wissen, was dieses Signal bedeutet. Dass die Mitgliedstaaten miteinander darum kämpfen werden, in einer Art Dumpingwettbewerb, dass möglichst wenig Regeln aufgelegt werden. Das ist das Gegenteil vom Pariser Klimaabkommen. Dass sie auf der einen Seite Abkommen unterzeichnen und uns feiern, auf der anderen Seite mit dem Geld genau das Gegenteil bewirken und mit der Struktur. Und deshalb, meine Damen und Herren, deshalb, Frau Ministerin und auch an die Bundesregierung, kann ich Ihnen nur eins sagen. Wir müssen an dieser Stelle so mit der Vorlage umgehen, dass wir unser Ziel 40% im Vergleich zu 1990 bis 2020 40% CO2-Emissionen senken. Dazu bietet dieser Vorschlag gar nichts. Und meines Erachtens kann man deshalb nur Nein dazu sagen. Ihr wissenschaftlicher Beirat hat das übrigens auch getan. Ich habe ihn mir angeguckt. Er hat gesagt, die ganze Vorlage und das System wird den Herausforderungen nicht gerecht. In keinem Bereich, meine Damen und Herren. Sie kritisieren, dass Sie sagen, verteilungspolitisch ist das durch nichts zu rechtfertigen. Man müsste eher andocken bei den gesellschaftlichen und Umweltfunktionen, die die Landwirtschaft hat. Und Sie sagen dann sehr, sehr konkret, die Ziele der GAP sind neu auszurichten. Man muss eine Gesamtarchitektur mit anderen Fonds machen. Man muss die Direktzahlung in 10 Jahren abbauen und muss Gelder für Gemeinwohlleistungen geben, meine Damen und Herren. Denken Sie an Ihre Redezeit, bitte. Ja, und in dem Zusammenhang will ich eins auch sagen. Natürlich sagt Ihr wissenschaftlicher Beirat auch, dass man dazu natürlich Mut braucht. Und ich glaube, genau das ist auch der Punkt. Und das ist das, was ich heute erbitte. Denken Sie daran, dass wir mit 40% der EU-Mittel die Ziele, die wir eingegangen sind, realisieren müssen. Und deshalb bitten wir Sie, haben Sie Zivilcourage, haben Sie Mut, lassen Sie sich nicht von den allen und alten Lobbys über den Tisch ziehen, sagen Sie zu der Vorlage Nein und lassen Sie uns etwas Positives für die Zukunft erarbeiten. Renate Künast war das, die hier für die Grünen gesprochen hat und die Aktuelle Stunde hier eröffnet hat. Als nächste Rednerin spricht jetzt hier für die Bundesregierung die zuständige Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie kennen sie. Julia Glöckner hat das Wort. Ich nutze die Zeit noch kurz. Ja. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Frau Künast das gleich aufnehmen. Sie sprachen, man müsste Mut haben, aber Mut alleine reicht nicht. Eine gewisse Klugheit gehört auch dazu. Sie hatten Mut damals als Ministerin, sich mit Ihrem wissenschaftlichen Beirat dermaßen anzulegen, wegen eines Gutachtens, wegen eines Inhaltes, dass er geschlossen zurückgetreten ist. So viel dazu mit Ihrem Umgang zu wissenschaftlichen Beiräten. Ich habe die Klugheit und werde mich mit diesen Vorschlägen auseinandersetzen. Und das habe ich bereits getan und darf Ihnen auch eine E-Mail von Professor Grete, wie er falsch auch in den Medien wiedergegeben worden ist, mit seiner Zustimmung darf ich den auch an den Ausschuss weiterleiten. Aber will noch mal sagen, ich löse keine Beiräte auf, nur weil mir Ihre Ergebnisse nicht passen, so wie Sie das damals getan haben. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, gäbe es die gemeinsame europäische Agrarpolitik nicht, wir müssten sie heute erfinden. Denn die Agrarpolitik, die gemeinsame europäische Agrarpolitik, hat eine enorme Bedeutung für die europäische Integration, aber auch für die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Europa. Und das seit 50 Jahren. Und wenn wir auch in anderen Politikbereichen ab und zu einmal sprachlos sind, die gemeinsame europäische Agrarpolitik ist und bleibt eine der ganz wichtigen Klammern Europas. Und es ist gut, und ich bin froh, dass daran nicht gerüttelt wird. Und die Vorschläge von Kommissar Hogan sind als allererstes bei aller Debatte aber ein Bekenntnis zu diesem gemeinsamen Politikansatz, und das ist auch gut so. Und auf dieser Basis, liebe Kolleginnen und Kollegen, lässt sich dann im Detail auch streiten, diskutieren und ringen, und das ist ja auch gut so in einem Parlament. Aber wir sollten uns immer auch vergewissern, dass es nicht um das Ob, sondern um eine gemeinsame Agrarpolitik geht, ja, aber es geht um die Ausgestaltung dessen. Denn der Agrar- und der Ernährungssektor, sie sorgen dafür, dass wir in Europa, aber auch weltweit versorgt sind mit hochqualitativen Lebensmitteln. Und dieser gemeinsame Markt ist wichtig, und das sind Lebensmittel zu erschwinglichen Preisen. Und die Agrarpolitik sorgt auch dafür, dass Landwirte, die über das, was ihre betriebswirtschaftlichen Interessen angeht, das, was sie darüber hinaus tun, auch dafür entlohnt werden, weil es eine Leistung für die gesamte Gesellschaft ist.
Welche Landwirtschaft wollen wir? Eine flächendeckende, eine bäuerliche, eine moderne, eine nachhaltige Landwirtschaft, die stärkt ländlichen Regionen und sie hilft auch gegen eine Polarisierung, auch des Auseinanderdriftens in den ländlichen Regionen, wenn wir es richtig angehen. Und deshalb sage ich, stirbt die Landwirtschaft, dann stirbt auch der ländliche Raum. Und deshalb sage ich, ja, es ist viel Geld, was in der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik drinsteckt. Und deshalb gibt es auch viele Befindlichkeiten, viele Begehrlichkeiten und viele Emotionen. Aber ich meine, wir sollten die Vorschläge, die Licht und Schatten haben, wie das immer so ist, unideologisch führen und vor allen Dingen immer auch die im Blick haben, nämlich die Bauernfamilien, bei denen es darum geht, wie ihre zukünftige Existenz und das ihrer Kinder und Kindeskinder aussehen wird. Diese Vorschläge, ja, es sind viele aus Deutschland aufgenommen worden, aber es gibt auch neue Fragen und leider auch neue Bürokratie. Und das sehen wir sehr kritisch. Über vieles wird zu reden sein. Ich werde im Juli mit meinen Kollegen aus den Bundesländern bei Kommissar Hogan und Kommissar Oettinger in Brüssel sein. Wir werden diese Debatten auf verschiedenen Ebenen führen. Wir sollen die Debatte, und ich meine auch, wir werden es tun, sie sehr beherzt führen. Aber wir sollten sie respektvoll immer führen, auch mit Blick und mit Anerkennung gegenüber der Arbeit unserer vielen Bauernfamilien hier bei uns in Deutschland. Weniger Bürokratie und mehr Effizienz für eine marktfähige, flächendeckende bäuerliche Landwirtschaft. Dieses Ziel haben wir in der Koalition fixiert. Und ich möchte, dass unsere Bauern auch spürbar von Bürokratie entlastet werden, denn gute Produkte, die werden nicht am Schreibtisch gemacht. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass wir immer stärker sie belasten sollten mit Dokumentationen, denn am Ende blickt der kleine Landwirt nicht mehr durch. Denn am Ende machen wir es denen leicht, die groß sind. Und ich bin der Meinung, wir sollten eine flächendeckende bäuerliche Landwirtschaft auch unterstützen. Ich sage ganz klar, anders als Kollegin Künast, dass das Zwei-Säulen-Modell diese Struktur sich bewährt hat. Ich halte es für richtig. Und das haben fast alle Mitgliedstaaten gefordert. Übrigens hat auch die Kommission auch ein wissenschaftliches Gutachten vorgelegt. Ich will es einfach noch mal konkretisieren, Frau Künast. Ihr wissenschaftlicher Beirat ist damals geschlossen zurückgetreten wegen unüberbrückbarer Differenzen. Und da sage ich am Ende, Wissenschaft ist wichtig und Wissenschaft ist ein Teilbereich davon. Und politisch müssen wir dann entscheiden. Ich unterstütze Kommissar Hogans Beibehaltung und Marktausrichtung und Verstärkung, auch die stärkere Förderung der Umwelt- und Klimaleistungen in der Landwirtschaft. Aber ich sage auch deutlich, wir brauchen eine starke zweite Säule. Auch die Frage nach der umweltschonenden Bewirtschaftung, die Frage danach in der ersten Säule, was die Basisabsicherung ist, das hat ja alles einen Grund, warum wir das haben. Und wenn wir flächendeckend die Landwirtschaft haben wollen, auch mit der Einkommenssicherung der Landwirte, dann dürfen wir dort nicht die Axt ansetzen, wo wir eine verlässliche Politik auch den Landwirten schuldig sind in der ersten Säule. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, es wird neue Herausforderungen geben. Das bisherige Greening fällt als solches weg. Man kann sagen, Cross-Compliance gilt jetzt für alles, also auch für 100% in der ersten Säule. Es kommen neue Auflagen dazu. Es kommen zusätzliche Auflagen dazu. Das wird nicht einfach sein für die Landwirte. Und da werden wir noch über das eine oder andere reden müssen. Denn das muss nämlich auch leistbar und umsetzbar sein. Denn die Landwirtschaft in Europa, sie konkurriert weltweit. Und wenn sie weltweit konkurriert, müssen wir auch die Standards miteinander vergleichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was haben wir vor? Wie geht es weiter? Ist es positiv, meiner Meinung nach, dass es Möglichkeiten gibt, kleinere Betriebe noch besser zu fördern? Das sind gute Ansätze bei den Vorschlägen. Das sollten wir nutzen. Ich sehe eine verpflichtende Kappung bei 100.000 Euro für hochproblematisch an. Warum? Man muss sich die Vorschläge genauer anschauen. Zum einen, es gibt mehr Familienbetriebe, die groß wirken nach außen hin, aber es sind mehrere Familien, die davon leben. Gleichzeitig sollen die Arbeitskosten angerechnet werden. Und so würden in Deutschland fast keine Betriebe runterfallen. Aber faktisch, wie gesagt, wäre das wirkungslos. Aber umgekehrt, die bürokratischen Auflagen, also bei der Erfassung der Lohnkosten, das wäre ein enormer Verwaltungs- und Bürokratieaufwand. Und ich kann Ihnen sagen, wenn wir über Europa, die Akzeptanz Europas reden, müssen wir auch immer darüber nachdenken, welche Vorschläge, die wir machen,
unten auslösen bei den Menschen, die jeden Tag arbeiten, um ihre Familie zu ernähren, um ordentliche Produkte in die Regale zu bringen, ob das die Akzeptanz von Europa erhöht oder eben nicht erhöht. Und ich sage, je mehr Bürokratie wir haben, je mehr Europa auch reinredet und wir keine Spielräume haben, die was mit der Region zu tun haben, umso stärker wird die Akzeptanz Europas leiden. Und auch dafür sind wir verantwortlich, eine gute Balance zu finden bei der Debatte. Also, das heißt, Umsetzungsmodelle dürfen nicht zu kompliziert sein. Aber bei all dem steht natürlich die ganz zentrale Frage. Und ich verstehe das auch und bin auch dankbar, dass wir zusammen Umweltministerium und auch Landwirtschaftsministerium da miteinander in unseren eigenen Positionen, die wir ja auch zu vertreten haben, einmal Umweltschutz, Klimaschutz und Landwirtschaft, Stichwort auch Biodiversität, dass wir dort konstruktiv miteinander ringen, was wünschenswert ist, was machbar ist und ob die Zielerreichung am Ende dann auch dort steht, wo wir sie haben möchten. Und da geht es ums Geld. Das ist eine der zentralen Fragen natürlich noch. Mit wie viel Geld sollen wir diese Wünsche, die vor uns auch in einem Parlament liegen, dann umsetzen? Das ist noch nicht zu Ende entschieden, aber ich kann sagen, für die Koalition, für uns Koalitionäre, wir haben uns im Koalitionsvertrag ganz klar dazu ausgesprochen, dass wir ein GAP-Budget im bisherigen Volumen anstreben. Und in diesem Sinne werde ich auch weiter verhandeln. Und in diesem Sinne bitte ich auch um Ihre Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich auch, werden wir auch nationale Maßnahmen ergreifen, wenn in der zweiten Säule Geld wegfallen wird für die ländlichen Regionen, sei es mit der GAK, sei es mit weiteren Budgets und auch Mitteln, die ich sehe auf europäischer Ebene, zum Beispiel für den Klimaschutz, wo die Landwirtschaft enorm mit dazu beitragen kann. Und ich finde, dann sollte sie auch an dem Geld partizipieren. Alles in allem, ich denke, Umweltschutz, europäische Integration, Zukunft für unsere Landwirte und für den Verbraucher, Angebote, die bezahlbar sind, das ist miteinander vereinbar, aber bitte ohne ideologische Scheuklappen. Vielen Dank. Sagte hier Julia Klöckner, die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Ja, über Insektenschutz und das Insektensterben haben wir jetzt noch nicht so viel in der Debatte gehört. Aber der Tagesordnungspunkt hier, die Aktuelle Stunde, nennt sich ja auch gemeinsame Agrarpolitik, insbesondere zum Insektenschutz. Also vielleicht wird das noch kommen. Das werden wir sehen. Als nächste Rednerin spricht jetzt für die AfD Franziska Gminder. Als AfD stehen für den Schutz von Natur- und Artenvielfalt. Dazu zählt für uns insbesondere der Arten- und Insektenschutz. Der Rückgang der Insekten ist beängstigend. In jüngster Zeit hat eine große Lebenshandelskette aus ihren Regalen alle Produkte hinausgenommen, zu deren Entstehung die Bestäubung durch Insekten unentbehrlich ist. Und das betraf 60%. Ist das nicht erschreckend? Wer von uns war nicht begeistert über die von Kornblumen, Klatschmohn und Kamille bunt gefärbten Getreidefelder der neuen Bundesländer nach der Wende? Pestizide haben der ganzen Pracht den Garaus gemacht und das fortschreitende Insekten- und Bienensterben gefördert. Das muss uns allen eine Warnung sein. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass die Anwendung von Pestiziden allgemein reduziert wird. Ein Fortschritt ist möglicherweise das Verbot der Neonikotinoide im Freiland, sofern dies denn konsequent durchgehalten wird. In den Siedlungsgebieten sollten die öffentlichen Grünflächen insektenfreundlich angelegt und gepflegt werden. Auch die Vielfalt von Blühpflanzen in unseren Privatgärten trägt wesentlich zur Ernährung der Insekten und Bienen bei. Forsythien und Alleen mit japanischen Zierkirschen, wie man es hier in Berlin sehr viel gesehen hat, sind zwar eine farbliche Augenweide, aber eine Insektenweide sind sie nicht. Die Aufgabe der Lebenslandwirte ist es, Lebensmittel zu erzeugen. Seit über 60 Jahren leiden wir in Europa keinen Hunger mehr. Und das verdanken wir unseren Bauern. Und jetzt ist an der Zeit, neue Natur- und Artenschutzprobleme aufzugreifen. Obwohl die GAP-Anbaudiversifizierung auf ihre Fahnen schreibt, subventioniert sie Monokulturen. Das ist ein Witz. Bei Anbauflächen bis 30 Hektar müssen zwei Hauptkulturen angebaut werden.
von denen die größere nicht mehr als 75% sein darf. Ach, und was ist dann? Eine Vermeisung letztendlich, denn die Bauern bauen ja das und 25 bleibt für die zweite Kultursorte. Ist das nicht auch erschreckend? Da haben wir dann die Monokulturen. Bei Betrieben über 30 Hektar nach oben offen müssen 3 Kulturen angebaut werden. Das klingt beruhigend. Aber auch bei diesen 3 Kulturen dürfen zwei Kulturen zusammen nicht mehr als 95% betragen, sodass für die dritte noch 5% übrig bleiben. Ha? Diversität? Ich lache mich kaputt. Unsere konkreten Vorschläge sind: Wir möchten eine Steigerung des ökologischen Landbaus. Zweitens deutliche Erhöhung des Anteils ökologischer Vorrangflächen. Auf diesem Gebiet fordert die GAP nur 5% für Betriebe ab 15 Hektar. Das ist, weiß Gott, nicht viel. Drittens plädieren wir für vielgliedrige Fruchtfolgen, Leguminosenanbau, wechselnde Sorten und mechanische Pflanzpflegemaßnahmen. Diese sind wichtige Bestandteile des naturnahen Pflanzenschutzes und fördern die Bodenfruchtbarkeit. Die Sortenvielfalt erscheint mir bedroht durch den jetzt genehmigten Aufkauf von Monsanto durch Bayer. Wird das nicht zu einer Normierung des Saatgutes führen? Wo bleiben die alten Sorten und die Unabhängigkeit in der Sortenwahl unserer Landwirte? Viertens, Weiterbildung und Beratung für Landwirte zu den Themen Biodiversität und Insektenschutz. Schweden und Dänemark haben dies beispielhaft vorgemacht. Beide Länder haben eine 50-prozentige Pestizidreduzierung erzielt durch die Prinzipien Fordern und Fördern. Gefördert wird eine fachliche Beratung, die wünschen wir uns auch. Und finanziert wird sie über eine Pestizidabgabe. Fünftens. Die neue Düngeverordnung ist ein wichtiger Schritt, um überhöhte Nährstoffeinträge in Luft, Boden und Wasser zu senken. Überdüngte Flächen sehen wir als weiteren Faktor für den Artenverlust an. Wir wollen keinen Gülleimport aus den Niederlanden, der auf unseren Flächen zu erhöhten Nitratgehalten im Grundwasser geführt hat. Nicht umsonst hat uns dieses Thema ein Strafverfahren bei der EU eingebracht. Sechstens, wir setzen uns ein für eine flächengebundene Tierhaltung in kleinen und mittleren Betrieben. Gesunde Landschaften sind für alle Menschen wichtige Erholungsräume. Das Heimatgefühl vieler Menschen macht sich an den Dörfern und Landschaften ihrer Kindheit fest. Wir müssen jetzt handeln. Unsere Agrarpolitik wird auf EU-Ebene, wie ich meine, unbefriedigend verwaltet. Für die Landwirte ist sowohl die Antragstellung auf Fördergelder als auch die Umsetzung der Maßnahme mittlerweile zu kompliziert. Teilweise nehmen Sie aus diesen Gründen an den Fördermaßnahmen gar nicht mehr teil. Denken Sie bitte an Ihre Redezeit. Die Unterstützung der Landwirte und der Umweltschutz sind heute zwei Ziele, für die es jetzt die Weichen zu stellen gilt. Die Pressemitteilung der EU-Kommission vom 1. Juni spricht zwar von mehr Subsidiarität der Mitgliedstaaten, allerdings kann ich das nicht erkennen. Das ganze System muss dringend verändert werden. Vorschläge dafür habe ich genannt. Würden Sie bitte an Ihre Redezeit. Ja, mache ich sofort. Letzter Satz. Frau Ministerin, Sie sind jetzt fertig. Aha. Wir hoffen, dass Sie und Ihr Ministerium sich in Brüssel dafür einsetzen, dass Deutschland nicht schäbig behandelt wird und die Kürzungen nicht auf dem Rücken unserer Bauern ausgetragen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Franziska Gminder war das für die AfD. Und hier haben Sie gehört, gab es noch mal den Hinweis auf die Redezeit. Die ist hier angesetzt immer mit 5 Minuten. Und Claudia Roth, die Bundestagsvizepräsidentin, hat heute schon mehrmals darauf hingewiesen, dass man sich an diese Zeit hält. Der Bundestag hängt heute schon etwa eine halbe Stunde. Und bei den langen Debatten, auch heute am Freitagabend, guckt man da natürlich noch mal etwas genauer hin. Als nächste Rednerin spricht die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Rita Schwarzelühr-Sutter. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, immerhin ein Vorteil, dass alle in der Zwischenzeit erkennen, in welchem Zustand unsere biologische Vielfalt ist und dass es ja besorgniserregend ist und dass dieses Augenmerk vor allem auch für unsere Agrarlandschaft gilt.
Wir sehen ein dramatisches Insektensterben und mit fatalen Konsequenzen auch für die Landwirtschaft. Alleine Wild- und Honigbienen sichern mit ihrer Bestäubungsleistung immerhin Lebensmittel im Wert von 500 Milliarden Euro jährlich weltweit. Und vermutlich sind das die meisten unterschätzten Tiere. Und darum sind wir jetzt auch an der Arbeit, zum Beispiel bei der Abstimmung der Eckpunkte zum Aktionsprogramm Insektenschutz. Und Bundesumweltministerium und Bundeslandwirtschaftsministerium haben auch das Thema Ackergifte im Visier. Stichwort Glyphosatausstieg. Noch wichtiger ist in diesem Zusammenhang die gemeinsame Europapolitik in Europa, kurz GAP, und die Frage, wie sie nach 2020 aussehen wird. Allerdings kann ich Ihnen sagen, wir sind im BMU nicht so besonders glücklich, beziehungsweise wir sehen das schon, dass da noch ein großer Verbesserungsbedarf besteht. Die Kommission ist ursprünglich mit einem guten, wirklich guten Vorsatz ins Rennen gegangen, nämlich sie wollte deutlich machen, dass öffentliche Gelder einen gesellschaftlichen Mehrwert erbringen müssen. Das Ergebnis selber, wie gesagt, verbesserungsbedürftig. Es darf jetzt nicht die Chance vertan werden, dass sich umweltgerechtes Wirtschaften für die Landwirtinnen und Landwirte lohnt. Von Deutschland wird jetzt erwartet, dass wir uns in die GAP-Verhandlungen für mehr Umwelt- und Klimaschutz stark machen. Ich sage es ausdrücklich, nicht nur allein aus Umwelt- und Klimaschutzgründen, sondern vor allem zugunsten auch unserer Bäuerinnen und Bauern. Die gemeinsame Agrarpolitik muss zwei Dinge leisten. Erstens muss sie dafür sorgen, dass Landwirtinnen und Landwirte ein auskömmliches Einkommen haben. Und natürlich öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Anders lässt sich auch der Einsatz von Steuermitteln nicht rechtfertigen. Dafür bedarf es auch Pflichten und sinnvoller Anreize für die Empfänger der Mittel. Zweitens muss staatliche Förderpolitik dafür sorgen, dass ausreichende Finanzmittel für öffentliche Güter bereitgestellt werden. Und aus diesem Grund hat das Bundesumweltministerium schon seit langem für einen eigenen EU-Naturschutzfonds plädiert. Dem ist die Kommission leider nicht gefolgt. Und das bedeutet, dass die Naturschutzfinanzierung nun weiterhin aus den Finanztöpfen einzelner Sektoren kommt, insbesondere aus der GAP. Die aktuellen Vorschläge der Kommission setzen leider weder die richtige Mischung aus Pflichten und Anreizen für ökologische Leistungen, noch stehen die ausreichenden Mittel bereit. Schon die Vorlage des mehrjährigen Finanzrahmens Anfang Mai war eigentlich eine Enttäuschung. Denn ambitionierten Umwelt-, Naturschutz und Klimaschutz kann es nicht mit weniger Mitteln geben. Die erste Säule mit ihren direkten Zahlungen bleibt quasi ungeschoren, obwohl sie ineffektiv und ineffizient ausgestaltet ist. Und das sage nicht nur ich, das sagt vor allem auch der Europäische Rechnungshof und der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Vollkommen unverständlich ist für uns, dass der Rotstift ausgerechnet bei der zweiten Säule angesetzt wurde, aus der Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen gezielt gefördert werden. Das ist so eigentlich nicht zustimmungsfähig. Und die zweite Säule ist unser zentrales Finanzinstrument für die biologische Vielfalt. Hier brauchen wir mehr und nicht weniger Mittel. Und noch ein grundsätzlicher Kritikpunkt an den Vorschlägen der Kommission. Sie möchte die konkrete Ausgestaltung ihrer Förderpolitik weitgehend den Mitgliedstaaten überlassen, gibt aber dabei keine ambitionierten Standards vor. Und das führt am Ende unweigerlich zu Umweltdumping. Wer die geringsten Umweltstandards hat, der hat den größten Wettbewerbsvorteil. Das kann eigentlich keine nachhaltige Landwirtschaft sein. Ein umweltpolitischer Unterbietungswettbewerb ist wirklich das Letzte, was wir, und ich sage auch die Landwirtinnen und Landwirte, brauchen, und schon gar nicht eben hier in Deutschland. Denken wir zum Beispiel an die jetzt in der ersten Säule eingeführten freiwilligen Umweltmaßnahmen, die sogenannten Eco-Schemes. Für diese sind weder ein Mindestbudget noch inhaltliche Vorgaben vorgesehen. Und es steht den Mitgliedstaaten frei, zu entscheiden, ob sie sich beim Naturschutz ernsthaft anstrengen wollen oder nicht. Ähnlich problematisch sieht es beim Greening aus. Und bisher erhalten Landwirte 30% ihrer Direktzahlung dann, wenn sie konkrete zusätzliche Umweltleistungen erbringen, also den Erhalt von Wiesen und Weiden oder den Anbau vielfältiger Feldfrüchte. Und ich glaube, das ist gerade in Regionen wie in Baden-Württemberg, wo es topografisch auch manchmal recht schwierig ist, ein wichtiger Bestandteil des Einkommens. Diese 30% Greening-Mittel sollen nach den Plänen der Kommission wegfallen und, ich zitiere, strenge Umweltanforderungen für 100% Direktzahlungen ersetzt werden.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, da muss man wirklich drauf gucken. Was sind denn strenge Umweltanforderungen? Wie sehen die aus? Wie definieren sie die einzelnen Mitgliedstaaten künftig das selber? Und auch hier droht ein Unterbietungswettbewerb. Das ist sicherlich nicht förderlich danach für einen gemeinsamen Zusammenhalt in Europa und dass wir hier auch eine Akzeptanz kriegen. Und glücklicherweise gibt es hierzu ja eine Alternative. Erhalten wir lieber den bisherigen Greening-Mittelanteil von 30% in der ersten Säule. Damit könnten wir dann in Zukunft freiwillige Umweltmaßnahmen der Landwirte finanzieren. Frau Künast, wir haben beide unsere Position, unsere Häuser. Und ich habe diese Woche schon mal bei einer Veranstaltung gesagt, ich bin zuversichtlich, dass die Frauen untereinander miteinander einen guten Dialog pflegen und am Ende des Tages auch versuchen, eine gute Lösung hinzukriegen, um gemeinsam dann auch auf EU-Ebene was wirklich zu erreichen. Am Ende zählt das, was wir erreichen, auch in Brüssel. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben im Koalitionsvertrag verabredet, dass wir uns in der EU für mehr Mittel für den Naturschutz einsetzen. Und ich gehe jetzt davon aus, wenn wir als beteiligte Ressorts miteinander verhandeln, wenn wir uns abstimmen, dass das auch ein Ziel ist. Und ich weiß auch, dass das Bundeslandwirtschaftsministerium für eine stärkere Honorierung der Umwelt- und Klimaleistung in der GAP ist. Wie gesagt, wir haben eine sehr heterogene Landwirtschaft in Deutschland und wir haben den Ansatz einer nachhaltigen Landwirtschaft. Und da gehört es einfach mit dazu. Und genau für das werden wir jetzt auch kämpfen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Schwarze-Lühr-Sutter. Nächste Rednerin, Carina Konrad für die FDP-Fraktion. Und ich füge Ihnen noch hinzu, sie ist Obfrau im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Ministerin, liebe Staatssekretärin, vielen Dank, dass Sie beide heute hier sind. Das zeigt, dass wir den ernsthaften Versuch unternehmen, über dieses wirklich komplexe und auch wichtige Thema für die Zukunft der ländlichen Räume und der Landwirtschaft in Deutschland miteinander zu reden und nicht übereinander. Dafür bedanke ich mich ausdrücklich. Und es ist deutlich geworden, niemand ist überglücklich über die vorliegenden Vorschläge der EU-Kommission. Und auch ich bin enttäuscht darüber, dass ausgerechnet in der zweiten Säule so stark gekürzt werden soll. Denn effizienter Umwelt- und Naturschutz und auch Klimaschutz, und darum soll es ja heute gehen in der aktuellen Debatte, die Sie beantragt haben, der sieht in der Magdeburger Börde anders aus als zum Beispiel bei uns im Mittelgebirge in Rheinland-Pfalz. Das hängt an Betriebs- und Flächenstrukturen. Und deshalb brauchen die Länder auch einen eigenen Spielraum und kein starres Konzept. Frau Ministerin, Sie haben in der Presse von Licht und Schatten gesprochen in dieser Diskussion. Ich will mal einen neuen Aspekt reinbringen. Wir Freie Demokraten sehen auch Chancen in den vorliegenden Vorschlägen. Allerdings muss man schon sagen, Gesetze und Auflagen und auch Vorgaben haben wir schon genug. Dieser Bürokratieaufwuchs, der zu befürchten ist, ist für die vielen Landwirte ein großes Problem. Denn Landwirtschaft, da steckt ein ganz entscheidendes Wort drin, nämlich Wirtschaft. Landwirte sind auch in Sorgen und Nöten und müssen von ihrer Hände Arbeit leben können. Und Landwirte sind übrigens, wie alle Naturbewirtschafter, für mich der Schlüssel für die Umsetzung von Naturschutz, aber auch für die Ernährungssicherung. Und das wird in der Debatte ganz gern vergessen. Wir müssen das in Einklang bringen, auf der einen Seite die Ernährungssicherung, auf der anderen Seite der Ressourcenschutz. Und Einkommenssicherung zugunsten der Bauern ist schon jetzt mit Umweltauflagen verbunden. Vielfältige Fruchtfolgen, Leguminosen, der Erhalt von Dauergrünland, Blühstreifen und vieles mehr, Sie kennen das alles. Doch viel zu oft ist die starre Bürokratie dafür verantwortlich, dass die Freiheit der Landwirte bei der Umsetzung eingeschränkt wird. Und wenn ich als Landwirt wegen Lappalien Sanktionen befürchten muss, dann entscheide ich mich besser als Praktiker für den sichereren Weg. Und das ist schade, denn das ist in der Tat nicht immer der nachhaltigere. Und deshalb denke ich, wir brauchen mehr Freiheit bei der Umsetzung von einzelnen Maßnahmen und müssen auch standortgerechte Maßnahmen entwickeln. Und die Vielfalt, die fehlt mir ganz oft auch in der aktuellen Debatte, denn wir reden über einen großen Komplex. Wenn wir über Biodiversität reden, reden wir nämlich nicht nur über Schlagworte wie ihren Insektenschutz, sondern wir reden über Boden, über das Leben im Boden, unter dem Boden, in der Luft, im Wasser und auch unter der Wasseroberfläche. Und
Die Intensität und die Härte, mit der hier manchmal diskutiert wird und auch mit der unter dem Schlagwort Insektensterben diskutiert wird, hat ganz fatale Folgen. Wenn Kinder in der Schule für den Beruf ihrer Eltern Landwirte zu sein gemobbt werden, ist das inakzeptabel. Und wenn Berufsschüler, die Landwirtschaft lernen, in Berufsschulen dafür kritisiert werden, dass sie diesen wunderbaren Beruf erlernen, dann erleben wir eine Verrohung der Debatte, die wir nicht mehr hinnehmen können. Und das führt dazu, dass sich Hoftore für immer schließen. Und wo ein Landwirt keinen Nachfolger mehr findet, ist auch eine Form des Artensterbens, die wir verdammt ernst nehmen müssen. Doch was ich heute vermisst habe, und das fand ich wirklich schade, auch gerade von Seiten der Grünen, ist Vorschläge, wie wir dieses Dilemma auflösen können, wie wir mehr Leistungen erbringen können und Ökonomie und Ökologie, denn darum geht es ja schließlich, in Einklang bringen können. Und ich will mal ein paar Vorschläge machen, wie das gelingen kann. In meinen Augen sind gerade junge Landwirte der Ideenmotor. Sie sind gut ausgebildet, und deshalb ist es mir besonders wichtig, dass wir diese Gruppe fokussieren. Neue Technologien, da werden wir bestimmt nachher noch viel von hören, sind ein großer Beitrag, können einen großen Beitrag auch gerade für den Umwelt- und Naturschutz leisten. Denken Sie nur an moderne Pflanzenschutzspritzen, die Unkraut zielgenau dort behandeln können, in Zukunft sensorgesteuert, wo es steht. Und dafür brauchen wir die Voraussetzungen politisch, das ist uns allen bewusst. Der Zulassungsstau bei Pflanzenschutzmitteln muss aufgelöst werden, denn wir brauchen neue und innovative Produkte. Und um kooperativen Natur- und Umweltschutz und auch zum Schutz der Insekten, zum Schutz vieler Arten voranzubringen, braucht es vor allen Dingen auch Geld. Und das ist nicht wegzudiskutieren. Und Ziel muss es nämlich sein, dass sich die Leistungen, die Landwirte erbringen, dafür auch lohnen. Und was es in meinen Augen ganz zentral braucht, und damit komme ich auch zum Ende, Frau Präsidentin, ist es die Akteure, die auf vielen Ebenen unterwegs sind, die Landwirte, die Wissenschaft, die Praxis und die vielen guten Initiativen zusammenzubringen und zu vernetzen. Und auch die Politik in Ländern, wo gute Dinge stattfinden, mit anderen zu vernetzen, sodass wir insgesamt voneinander profitieren können. Denn unser Ziel muss es sein, das Thema voranzubringen und nicht immer in kleinen Debatten klein zu diskutieren und schlecht zu diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Carina Konrad sprach hier für die FDP. Als nächste Rednerin spricht Kirsten Tackmann, als erste Abgeordnete hier zur Aktuellen Stunde von der Partei Die Linken hier im Bundestag. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, Frau Ministerin, ich finde es durchaus wichtig, jetzt über die Vorschläge mit der EU-Kommission zur Agrarpolitik oder EU-Agrarpolitik nach 2020 zu diskutieren, auch wenn ich ehrlich gesagt sage, viele Dinge kann man gar nicht abschließend bewerten, da ist so viel Spielraum drin. Aber viele Landwirtschaftsbetriebe und Dörfer brauchen dringend bessere Unterstützung. Und ihre Lage ist so ernst, dass ich sage, es geht eben nicht nur um Umsteuern und Nachsteuern, sondern es geht tatsächlich darum. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir unterbrechen jetzt hier einmal die Debatte, die Aussprache zur Aktuellen Stunde und gehen in den Innenausschuss. Dort gibt es Statements und wir wechseln einmal hier das Gebäude. Und jetzt sehen Sie erstmal den Innenausschuss. Das hat mich aber auch betroffen gemacht, Kollegin. Und als ein praktizierender Landwirt. Ja, vielen Dank auch an den Kollegen Claudius Grünert für das kleine Hoppla, die Hopp gerade zur Sondersitzung des Innenausschusses. Bei den Statements entschuldigen wir uns. Alle O-Töne kriegen Sie natürlich wie gewohnt in Länge nachher, nach unserer Übertragung hier aus dem Deutschen Bundestag. Und zwar bei Phoenix vor Ort ab 17.30 Uhr. Und das führt mich auch schon zurück hier zur Aktuellen Stunde, in der wir noch bleiben werden, bis wir nachher in die Nachrichten abgeben können. Und hier geht es in der Aktuellen Stunde, die von den Grünen eingesetzt worden ist, um gemeinsame Agrarpolitik und den Insektenschutz. Insbesondere gerade redet Rainer Spiering von der SPD. Er ist Sprecher für seine Partei für Ernährung und Landwirtschaft. Und der jetzige Redner hat das Wort. Etwas nach vorne entwickeln, wenn etwas belohnt wird, was schon da ist. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Und wir haben im Rahmen der Direktzahlung ungefähr 400 Euro pro Hektar. Und die sind gebunden an die Fläche. Und lieber Hermann, du hast gesagt, das wäre ein Teil des Einkommens der Landwirtschaft.
der aktiven Landwirte? Ich habe mir das bei uns zu Hause angeguckt, von allen Betroffenen. Und ich kenne sie alle. Und ich weiß, wer von denen Land pachtet und wer Landeigentum hat. Und der, der am meisten bekommt, pachtet am meisten. Das heißt, der führt ab an andere. Und damit wird nicht der aktive Landwirt belohnt, sondern der Landwirt, der sich zurückgezogen hat und seinen Grund und Boden als Reserve für sein Einkommen sieht. Und ich finde, damit sollten wir uns mal nüchtern auseinandersetzen. Vor allen Dingen auch unter dem Aspekt, dass die EU sagt, wir wollen aktive Landwirtschaft unterstützen. Das tun wir nicht. Wir tun das definitiv nicht. Wir belohnen mit dem Geld Grund und Boden. Und wenn ich das mal tief auf mich einwirken lasse, ich bekomme als Landwirt Pacht für meinen Boden. Das ist in Ordnung so. So wollen wir das per Grundgesetz. Aber wo steht irgendwo in der europäischen Gesetzgebung geschrieben, dass nicht nur die Pacht gezahlt wird, sondern dass der Staat oder eine große Leistungsgemeinschaft eine Verzinsung darauf noch zahlt? Wo soll das hinführen? Und wenn Sie es ein bisschen Revue passieren lassen, die letzten 40 Jahre europäische Agrarpolitik, dann kann ich nicht erkennen, dass die große Innovation dadurch entstanden ist. Und ich finde, es lohnt sich auch zu lesen, was Hogan möchte. Forschung, Technologie, Digitalisierung, Kollegin Konrad, Klimaschutz, Ressourcenschonung, Wasser, Böden, Luft, Biodiversität und ganz, ganz wichtig, Beschäftigung, Wachstum, soziale Inklusion, sichere, nahrhafte, nachhaltige Lebensmittel. Und bei aller strittigen Diskussion, die wir hier gehört haben, auch aus dem ökologischen Zentrum, mal einen Schritt zurückgehen und sich das anhören. Soziale Inklusion. Und dann kommen wir nämlich auf die Frage der Anerkennung von Landwirtschaft. Und wenn wir unserer Landwirtschaft eine faire Chance geben wollen, dann würde ich dringend das BMEL dazu auffordern, das, was an wissenschaftlichen Erkenntnissen bis jetzt geliefert worden ist, mal aufzunehmen. Alles, was ich bis jetzt gehört habe, ob das Leibniz ist oder ob das Thünen ist oder. Es muss alles durch einen Bottleneck, also einen Flaschenhals des Ministeriums und rutscht da leider nicht durch. Und das können wir uns auf Dauer mit der deutschen Wissenschaft und mit der deutschen Landwirtschaft nicht leisten, Kolleginnen und Kollegen. Hermann hat gemerkt, dass ich da Betroffenheit habe. Wir sind ein starker Wissenschaftsstandort. Wir können was. Und dann müssen wir mit dem Wissen auch die Landwirtschaft dahin bringen, dass sie im Sinne von Boden, Luft und Wasser das leisten kann, was sie leisten kann und auch leisten will, um im Rahmen auch von sozialer Inklusion ihren Stellenwert in der Gesellschaft wieder zu bekommen. Und das gönne ich ihr von Herzen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank, Rainer Spiering. Rainer Spiering war das, der hier für seine Partei gesprochen hat. Und als nächstes spricht Steffi Lemke von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Sprecherin für Naturschutzpolitik ihrer Partei. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich erlebe in dieser Debatte etwas, was ich nicht erwartet hatte. Und zwar, dass die Parlamentarier aus den unterschiedlichen Fraktionen sich offensichtlich einiger sind als das Landwirtschafts- und das Umweltministerium. Das will ich erst mal konstatieren. Und ich will als naturschutzpolitische Sprecherin meiner Fraktion noch mal mit ein paar Zahlen anfangen. Wir haben europaweit in den letzten Jahrzehnten 600 Millionen Vögel verloren. 42% der Insekten stehen auf der roten Liste der ausgestorbenen oder gefährdeten Arten. Und jenseits von dem Quatsch von der AfD, was die hier erzählt haben, mehr will ich darauf nicht eingehen. Das sind Zahlen vom Bundesamt für Naturschutz, das heißt regierungsamtliche Zahlen, die bestätigt sind und die auch von den Wissenschaftlern nicht bestritten werden. Wir haben bis zu 75% der Insektenbiomasse, ja, also nicht der Arten, sondern der Menge an Insekten verloren. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen in den Wahlkreisen geht. Mir erzählen die Menschen jedenfalls immer, ja, das stimmt, ich merke es an der Windschutzscheibe. Das mag jetzt auf der Windschutzscheibe sehr subjektiv sein, aber das Bundesumweltministerium hat diese Zahlen ja inzwischen auch bestätigt, die Bürger, die Menschen in ihrem persönlichen Umfeld ganz subjektiv wahrnehmen. Wir haben 93% der Flüsse, die in keinem guten ökologischen Zustand sind. Und wir haben 18% der Grundwasserkörper, die Nitratgrenzwerte nicht einhalten.
Und diesen Teil der Agrarreform hat Frau Klöckner, die jetzt leider nicht mehr hier ist, in ihrer Rede komplett ausgeblendet. Wenn wir uns nicht mit diesen Zahlen und diesen Fakten auseinandersetzen müssten, könnte ich die Rede der Agrarministerin vielleicht akzeptieren. Dann wäre zwar das Höfesterben, das Schrumpfen der Zahl der Bauern, die sozialen Belange der Bauern immer noch nicht angesprochen gewesen, weil das ist ja auch Folge ihrer Agrarpolitik. Und ich will Ihnen, Kollegen von der CDU, dann schon noch mal Sie darauf hinweisen, Sie regieren seit 16 Jahren in diesem Land. Das ist Ihre Politik, über die wir hier heute reden. Und wir sollten nicht so tun, als ob die Agrarpolitik bisher irgendwie toll ist und die Effekte, die wir alle hier gemeinsam in unseren Reden jetzt beschworen haben, bisher erbracht hat. Und auch nicht den grundgesetzlichen Auftrag der Bundesregierung, unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen, durch die bisherige Agrarpolitik gewährleistet worden ist. Das ist jetzt schon nicht der Fall. Und durch das, was jetzt an Reformvorschlägen vorliegt, wird weder die Situation der Natur und Umwelt, noch die Situation der Bäuerinnen und Bauern, noch die Situation der Gewinnerwirtschaftung oder die Qualität unserer Lebensmittel verbessert werden. Das wissen Sie, glaube ich, auch in der CDU-CSU-Fraktion sehr genau. Und deshalb kann und will ich Sie nur auffordern, sich dafür tatsächlich einzusetzen, dass das nicht das letzte Wort bleibt, das jetzt auf dem Tisch liegt. Das kann nicht sein. Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesagrarministerin hat ihr selber ins Stammbuch geschrieben, dass diese Reformvorschläge von Hogan alle Ziele, die wir hier als Parlamentarier, die auch die EU-Kommission verbal für sich beansprucht, nicht erreichen wird. Das sagt jetzt im Vorfeld der Wissenschaftliche Beirat des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Und ich weiß ja, dass Frau Klöckner schöne Reden halten kann, dass sie auch schöne Fotos machen kann. Aber jetzt geht es ans Handeln, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt geht es um Ergebnisse. Und an dieser Stelle, Frau Beer, möchte ich Sie gerne ansprechen. Sie sind die einzige Vertreterin des Kanzleramtes hier im Moment. Und wir haben gerade einen riesengroßen Zwiespalt in den Reden der Bundesagrarministerin und der Staatssekretärin aus dem Umweltministerium gehört. Und die Bundeskanzlerin hat sich hier vor zwei Wochen in ihrer Rede zum Haushalt selber zu den Bienen bekannt. Und nicht nur zu den Bienen, das wäre ein bisschen kurz gesprungen, sondern zu ihrer ganz persönlichen Verantwortung als Bundeskanzlerin gegen das Artensterben etwas zu unternehmen. Und deshalb erwarte ich, weil das Bundesumweltministerium wird niemals alleine die notwendigen Maßnahmen durchkämpfen können. Deshalb erwarte ich von der Bundeskanzlerin persönlich, dass sie in die Debatte um die zukünftige Agrarreform selber einsteigt. Das Insektenschutzprogramm, das dankenswerterweise jetzt diskutiert wird, das wir auch hier im Parlament diskutieren werden, das wird kein Insektenschutzprogramm werden, wenn Sie nicht an die Agrarreform herangehen. Sie können diese 60 Milliarden Euro, die Jahr für Jahr gegenwärtig ausgegeben werden mit schädlichen Effekten, die nicht zur Zielerreichung dienen, dafür gibt es jetzt hinreichend Studien, Sie können diese 60 Milliarden nicht mit dem Aufhängen von Bienenhotels kompensieren. Das geht nicht. Aufhängen von Bienenhotels ist eine tolle Sache, aber von der Bundeskanzlerin und von Ministern und von einem Kabinett erwarte ich etwas mehr. Und deshalb will ich noch zu einem letzten Punkt kommen, zur Weidetierprämie, wo heute die Umweltministerkonferenz einstimmig, das passiert jetzt nicht so oft, dass dort Einigkeit über ein solches Thema hergestellt wird, die Bundesregierung auffordert, eine Weidetierprämie einzurichten. Und ich möchte ankündigen, nehmen Sie das bitte mit ins Landwirtschaftsministerium zu Ihrer Ministerin. Das wird der Lackmustest, ob Sie irgendwas ernst meinen, mit Natur- und Insektenschutz und gegen das Vogelsterben etwas zu unternehmen. An dieser Weidetierprämie hängen 300.000 Hektar wertvollsten Grünlandes, das von der Wanderschäferei bewirtschaftet und erhalten wird, mit tollen Leistungen für Natur und Umwelt. Und wenn Sie es nicht schaffen, die Wanderschäferei und dieses Grünland zu erhalten, dann sind alles nur Lippenbekenntnisse. Ich passe schon selber auf. Dann sind das nur Lippenbekenntnisse und wir können Sie nicht ernst nehmen. Danke. Ich brauche Sie nicht zur Sitzungsleitung, damit das klar ist. Und wir hatten es heute ja schon einige Male. Die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth richtet sich hier an die Abgeordneten und verlangt nochmal, sich an die Redezeit zu halten. Da gab es gerade Zwischenrufe aus der AfD. Das hat sich gerade die Bundestagsvizepräsidentin verbessert.
bittet. Und jetzt folgt als nächste Rednerin Marlene Morfler für die CDU-CSU. Sehr geehrte Damen und Herren, der letzte Redebeitrag, der hat mir richtig wehgetan. Denn wenn man genau zugehört hat, kam man zu dem Schluss, dass in der Landwirtschaft nur schwarze Schafe und am Ende vielleicht nur Kriminelle unterwegs sind. Und das Gegenteil ist der Fall. Natürlich sind Menschen und Medien für Aufreger dankbar, weil sie Aufmerksamkeit erzeugen. Aber ich bin zutiefst überzeugt, Bauern und Bienen wollen Lösungen. Und ich plädiere an dieser Stelle für Maß und Mitte. Hier sind einerseits Krokodilstränen geweint worden. Hier sind Keulen verteilt worden, wie zuletzt. Aber wenn wir wissen, dass seit erst einer Woche die Vorschläge der Kommission zur gemeinsamen Agrarpolitik auf dem Tisch liegen, meine Damen, meine Herren, dann ist es auf der anderen Seite ziemlich unseriös, wenn wir jetzt schon sagen können, welche Auswirkungen auf Arten, auf Natur, auf Insektenschutz diese Vorschläge haben. Aber mich wundert schon, dass keiner bei diesen Wortbeiträgen sich um die Bauern und Bäuerinnen sorgt. Welche Auswirkungen haben diese Vorschläge auf unsere Bauern und Bäuerinnen? In diesem Sinne danke ich meinen Bauern und Bäuerinnen, dass sie jeden Tag ihr Bestes geben, dass sie dafür sorgen, dass unser Tisch jeden Tag so vielfältig gedeckt ist und dass wir dank Europa höhere Standards, einheitliche Standards auf unseren Betrieben haben, auf dem Feld, bei unseren Lebensmitteln. Das ist nicht selbstverständlich. Auch hier ein dickes Dankeschön. Und dass, wie die Ministerin sagt, die GAP, die gemeinsame Agrarpolitik, quasi die Klammer ist. Bauern und Bäuerinnen wissen längst, wie Europa tickt. Bauern und Bäuerinnen wissen aber auch, dass Europa nicht an allem schuld ist, sondern die Lösung. Wir wissen, was wir an Europa haben. Und wenn ich zurückblende, TTIP, ich weiß noch die Demos und Aufregungen, als man gerufen hat und geschrien hat, wir wollen unsere hohen Standards in unserem Land und in Europa erhalten. Gegen TTIP. Das hat auf der anderen Seite deutlich gemacht, dass es mit unseren Standards dann doch nicht so schlecht ist und Bauern und Bäuerinnen sorgsam mit Tier, Natur und Umwelt umgehen. Und es macht auch deutlich, dass wir nicht bei Null beginnen, bisher und schon längst nicht mit diesen Vorschlägen. Deutsche Qualitätsprodukte sind im Ausland gefragt und im Inland toben wir uns aus, während Milliarden von Menschen weltweit einfach nur satt werden wollen. Definieren wir uns in unserem Land nach unserem Lebensstil. Wir leisten es uns, vom Schwein nur die besten Teile zu essen. Der Rest ist Abfall oder kommt in die Länder, wo man sagt, wir können aus jedem Stück vom Schwein etwas machen, jeweils eine Delikatesse. Also, in all diesem Kontext geht es nicht nur um Landwirtschaft, um Naturschutz. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und an dieser Stelle verlassen wir hier den Deutschen Bundestag. Gerade redet noch Marlene Morfler hier zur Aktuellen Stunde der Grünen zur gemeinsamen Agrarpolitik und insbesondere auch dem Insektenschutz. Am Ende wurde es, wie Sie gesehen haben, ja auch hier nochmal durchaus lebhaft an diesem Freitagabend. Und jetzt versorgt aber sie Phoenix vor Ort mit den aktuellen Informationen des Tages. Und mir bleibt, sich zu bedanken für Ihr Zusehen hier im Bundestag mit dem heutigen Tag. Und wir verabschieden uns jetzt hier aus dem Bundestag und sagen Tschüss.